Ihr wisst ja, das hier ist unsere letzte Folge. Und deshalb können wir endlich ein Thema ansprechen, das uns lange beschäftigt. Ein Thema, bei dem ihr sicher schon immer gedacht habt, Mensch, mach doch mal was dazu. Hört auf zu schweigen. Und nun, hier ist es. Ein gefährlicher Trend. Und illegal ist es außerdem. Stolz präsentiert er seine Höllenfahrt im Netz. Andere werden von der Polizei geblitzt mit 68 durch die Ortschaft. Ja, illegales Tuning bei E-Bikes. Endlich können wir frei darüber reden. Über die gespenstischen Zustände auf unseren deutschen Straßen. Jedes dritte sportliche E-Bike könnte frisiert auf den Straßen unterwegs sein. Viel schneller als erlaubt. Die E-Bike-Mafia hält ganz Deutschland in Atem. Und auch die Polizei ist alarmiert. Auf dem Pforzheimer Ennstal-Radweg haben die Beamten diese Woche eine Kontrollstelle eingerichtet. Sie wollen nicht länger tatenlos zusehen, wie die E-Bikes immer schneller werden. Wie Deutschland von dreisten Velozipedverbrechern heimgesucht wird und warum die Behörden das Problem einfach nicht in den Griff kriegen. Ein für alle Mal jetzt. Global operierenden E-Bikes wie Demokratie. Eigentlich eine gute Sache, aber gefährlich in den Händen von Rentnern. Auf Deutschlands Straßen befinden sich viel zu viele Raudis mit aufgemotzten Rädern, wie die hier. Echt cool. Die Kriminellen wenden hochtechnologische Lösungen an, um die eingebauten Geschwindigkeitssperren zu umgehen. Zum Beispiel über die Einstellungen am Bordcomputer. Jetzt sehen wir schon, der steht auf 30 km/h maximal. Das heißt, wenn ihr einen Berg runterfahrt, würdet ihr ab 30 theoretisch bremsen. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen machen wir einfach mal das Ding ein bisschen höher. Und zwar auf, machen wir mal auf 100 km/h, ne? Manche legen sogar am Rad selbst Hand an und überlisten die Sperre mit ausgeklügelten Tricks. Wir haben einmal den Sensor von hier abgebaut, hier dran gebunden. Und den Magneten, der normal an den Speichen ist, haben wir hier rangeklickt. Die Polizei versteht bei dem Thema keinen Spaß und ist den Verdächtigen dicht auf den Fersen. Immer wieder auf den Bordcomputern sehr hohe Maximalgeschwindigkeiten. Schnellstelle unterwegs, 260 Maximalgeschwindigkeit. Ja, schlimm, entsetzlich, das sind doch grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes. Und wie reagiert der pedalisierte Kriminelle auf den Vorwurf? Ja, es war nicht ich, aber... Ja, Respekt. Ja, Schachmatt. Und das hört nicht bei den Tachos auf. Den Sound haben sie auch noch getuned. Das Auge des Gesetzes ist aber viel zu oft machtlos. Die Manipulationen sind schwer zu erkennen. Und die E-Bike-Mafia ist bei der Vernehmung einfach zu clever. Ich weiß, geht hier unten dran? Nein. Und selbst wenn die Polizei einen der Raudis auf dem Radweg erkennt, dann muss sie ihn ja erst noch erwischen. Sie können ja auch nicht schneller als 25 fahren. Wie können Sie denn einen jagen, wenn der mit 45 an Ihnen vorbeifährt? Dann muss ich mit ganz viel Muskelkraft versuchen, hinterherzukommen. Mist, abgehängt. Aber die pfiffigen Radkorps haben eine Lösung. So fährt ihnen keiner mehr weg. Lustiger als die Fahrradpolizei sind die Beiträge über getunte E-Bikes. Die befassen sich häufig mit was sehr Deutschem. Darf man das? Im Netz gibt es viele Videos von halsbrecherischen Fahrten mit manipulierten E-Bikes. 72 km/h geschafft. 72, geil. Ein gefährlicher Trend und illegal ist es außerdem. Das ist jetzt wirklich illegal? Ja, aber auch nein. Denn das Tuning an sich ist nicht illegal, nur die Nutzung auf öffentlichen Straßen ist verboten. Viele der Beiträge sind daher aufgezogen wie krasse Kriminalreportagen. In München treffen wir einen E-Biker, auch er hat sein Rad getuned. Wir nennen ihn Jürgen, er will, dass er und sein Fahrrad nicht erkannt werden. Juhu, das sind ja perfekt umgesetzte Persönlichkeitsrechte. Auch eben für das Fahrrad. Was sagt das denn dazu? Ring, ring. Der NDR hat sogar einen Informanten organisiert, der ganz tief drinsteckt. Warum aber macht jemand sein Rad schneller? Wir bekommen einen Tipp. Wir treffen Steven, der in Wirklichkeit anders heißt. Sein E-Bike-Motor schiebt ihn bis 35 km/h. Warum tut er das? Schock, schwere Not. Warum tut er denn das? Das ist doch riskant. Steven erklärt, welche Gründe ihn ganz persönlich in die Illegalität getrieben haben.
dass ich im Verkehrsfluss nicht aufhaltender bin. Also sprich, die meisten Autos fahren um die 30, 35. Wenn ich dann aber mit 25 auf der Straße fahre, werde ich des Öfteren angehoben. Das ist fatal! Fatal, ja. Ja, gut, und wie löst du das Problem, angehobt zu werden? Wenn ich mit 35 mitfahre, dann überholen die Autos nicht so oft. Sie erkennen mich als gleichwertigen Verkehrsteilnehmer an. Im Gespräch mit Steven, der in Wirklichkeit anders heißt, findet der NDR zudem heraus, nicht nur die Fahrerinnen und Fahrer haben was von der Tunerei. Die Fahrradindustrie macht es uns natürlich recht einfach, beziehungsweise sie erschwert es uns nicht. Also hat die Fahrradindustrie eigentlich gar kein Interesse daran, was gegen das E-Tuning zu machen, im Gegenteil? Ich denke, der Erste, der was gegen das Tuning macht, verkauft keine E-Bikes mehr. Skandal! Also hilft eigentlich nur, dass ihr so fahrt. Friedlich und vernünftig! Denn? Dann seid ihr bald tot. Oh, und wenn du jetzt zum ersten Mal diesen Kanal entdeckt hast und denkst, oh, toll, super Videos, da abonniere ich doch mal. Nun, schlechte Nachrichten, denn heute ist das große Finale. Aber kein Grund, traurig zu sein. Jetzt gibt's Geschenke für die besten Beleidigungen von euch. Los geht's mit. Seid nicht traurig, vielleicht adoptiert euch ja der Springer-Konzern. Die Hälfte seines Bildmaterials benutzt ihr ja schon, von Amadeus H. Dieser Witz braucht definitiv ein Badumtsch. Also in diesem Sinne, dieses Schlagzeug von uns für dich. Und weiter geht's mit. Ich würde euch ja roasten, aber ich will auf keinen Fall mit Valulis-Merch in Verbindung gebracht werden. Nun, lieber Harald, genau deshalb bekommst du die Glocke. Das schönste, größte und unhandlichste unserer Produkte. Freust du dich schon? Und zu guter Letzt die wohl beste, durchdachteste Beleidigung, die wir je gesehen haben. Eure Tasse ist scheiße, schreibt Beschmült. Na dann, was heißt denn unsere Tasse? Deine Tasse. Viel Spaß damit. Hier ist sie für dich. Die Tasse in Gold. Und naja, das war's dann von mir. Ich riech euch später. Was für schöne Geschenke. Ich meine, ihr habt sie euch ja auch verdient. Und danke auch für die vielen lieben Kommentare. Aber nach 7 Jahren Funk ist jetzt hier in diesem Kanal Schluss mit Videos. Ich meine, inzwischen sind wir und ihr auch dann doch ein bisschen über 25. Also ist es Zeit für ein paar kleine, letzte, ehrliche und tief gefühlte Worte. Kennen Sie das Problem? Sie haben jede Menge Geld, aber keine journalistische Integrität, um Ihr mittelmäßiges Produkt von der Masse abzuheben? Nun erlauben Sie mir, Ihnen diese Talente anzubieten. Kaufen Sie jetzt unser Team als willenloses Sprachrohr in der deutschen Medienlandschaft. Ich bin eine seriöse Journalistin. Und was hast du rausgefunden? Dass es einen sehr sicheren und unschlagbar günstigen VPN gibt. Sie VPN! Gerne umhüllen wir Ihr kapitalistisches Eigeninteresse mit einer journalistischen Fassade der Seriosität. Profitieren Sie dabei von einer unserer vielen beliebten Witzereien. Oh, eine Flasche Wasser. Aber oh, Wasser ist langweilig. Aber es riecht. Oh, und durch Geruch schmeckt das Wasser fantastisch. Das ist ja der Wahnsinn. Oh. Und wenn Sie sich jetzt denken, das kann ich mir nicht leisten. Nun, Sie werden sich wundern, wie billig wir gerade zu haben sind. Erwerben Sie Ihre persönlichen Journalismus-Leibeigene. Dem geht nicht wirklich in Leibeigenschaft über. Obwohl, Preisfrage. Danke.